Hi, ich würde gern heute ein bisschen über einen absoluten Beauty-Klassiker mit euch reden, falls mir überhaupt irgendjemand zuhört. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber dann habe ich es wenigstens mal durchdacht. Für mich selbst, wenn mir keiner zuhört. Wenn mir jemand zuhört und mir vielleicht ein paar Ratschläge geben kann oder seine Meinung kundtun kann, umso besser. Und zwar soll es gehen um die rote Lippe. Ich stehe total auf rote Lippen, das macht jedes Outfit besser. Peppt alles auf, von elegant über casual bis rockig, es passt einfach immer. Ich liebe rote Lippen, aber an anderen. Das ist mein Problem. Ich besitze rote Lippenstifte, 3 Stück um genau zu sein, alle von P2, und ich kann sie nicht tragen. Keine Ahnung, irgendwie geht's einfach nicht. Ich zeige euch erstmal die Lippenstifte. Das sind die hier. Wahrscheinlich erkennt ihr aus der Entfernung gar nichts, deswegen zeige ich sie euch einfach mal. Einmal ist das Red Square von P2, also die sind alle von P2, weil P2 einfach günstig ist. Das ist so ein richtig schön tomatiges Rot. Dann eine Nuance dunkler, Oxford Street. Das ist der, den ich eigentlich noch so am häufigsten tragen kann, weil ich glaube, dass die Farbe noch am besten zu mir passt. Aber vor allem zu Lolita habe ich den bis jetzt getragen. Und als letztes Rue de Rivoli. Der ist nochmal dunkler. Ja, bei dem weiß ich nicht so richtig, was mich geritten hat, als ich den gekauft habe. Ich fand die Farbe total schön, aber ich traue mich einfach nicht, sie zu tragen. Das Trauen ist wahrscheinlich ein Aspekt. Klar, also ich habe mich lange nicht wirklich geschminkt. Erst vor, weiß nicht genau, wann ich damit angefangen habe. Vor einem halben, dreiviertel Jahr habe ich angefangen, mich wirklich mit Make-up zu beschäftigen. Bin generell nicht so der Lippenstift-Typ, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich Lippenstift drauf habe, ist es zu... Bam, ich bin geschminkt. Und wenn ich nur so ein bisschen die Augen und die Wangen betone, ist es mehr neutral. Also vielleicht ist es mit dem Trauen. Und klar, rote Lippe ist natürlich auffällig, wenn man rausgeht. Andererseits für Shootings und für Lolita und auch für Abendveranstaltungen schminke ich mir die Lippen rot und gucke dann immer in den Spiegel und denke mir, irgendwie nicht so richtig. Weiß nicht. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, irgendwie es steht mir nicht, es macht mich älter. Vielleicht ist es auch nur, dass ich einfach nicht an den Anblick gewöhnt bin, mich mit roten Lippen zu sehen. Keine Ahnung. Ich zeige euch das am besten einfach mal. Wir fangen, ja, ich würde sagen, ich mache einmal die ganz helle und einmal die ganz dunkle zum Vergleich. Und bam, komme ich mir komplett overdressed vor. Ist doch furchtbar. Also ich meine, bilde ich mir das ein? Sieht es dumm aus? Liegt es an meiner Lippenform? Sind meine Lippen nicht von da bis da breit genug? Das Gefühl habe ich nämlich manchmal, dass die so... Noch ein Nachteil an rotem Lippenstift ist übrigens, dass ich nicht fähig bin, mir die Lippen anständig zu schminken. Ich brauche 5 Stunden, um das gleichmäßig aufzutragen. Und pff, wenn ich Mädchen sehe, die so ohne Spiegel lalalala sich die Lippen schminken, stehe ich immer so lange, denke ich mir, wow, ihr könnt zaubern. Verdammte Axt, wie macht ihr das? Und ich stehe da mit meinem Lip Liner und dem Pinsel und denke mir, scheiße Mann, sieht doch nicht gut aus. Und das ist also jetzt der zweite, noch dunklere, bei dem das, oh mein Gott, das kannst du nicht tragen, Gefühl noch krasser ist. Obwohl es eigentlich eine richtig schöne Herbstfarbe wäre. Also wenn ich könnte, würde ich den jetzt draußen tragen. Passt auch super gut zu den ganzen weinroten Sachen, die ich gerade kaufe, als wäre ich bekloppt. Und roter Lippenstift mit Smoky Eyes ist so eine Sache. Also man sagt ja immer eins betonen, entweder Augen oder Lippen. Aber ich gucke mir Fotos an und denke mir, Mann, dunkles Smoky Eyes mit roten Lippen, hammermäßig. Hammermäßig. Und dann male ich mir die Augen an und denke mir, dazu roter Lippenstift wäre jetzt sicher geil. Mal mir dann die Lippen rot und denke mir, aus dem Zirkus entlaufen? Übrigens habe ich mir gerade beim Schminken von dem zweiten Lippenstift hier um den Mund rum alles rot geschmiert, weil ich unfähig bin, roten Lippenstift aufzutragen. Warum, Herr? Lass diese Macht auf mich herunterregnen oder lass mich bei meinen Nude-Lippenstiften bleiben. Das ist nämlich das, was ich mich zu tragen traue. Nude und diese Rosenholzfarben, die so ein bisschen
Lippenfarbe aber besser sind. Vielleicht sollte ich dabei einfach bleiben und auf rote Lippenstifte verzichten. Also ist es so? Muss man sich daran gewöhnen? Oder geht's einfach nicht? Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Und wenn ihr roten Lippenstift tragt, habt ihr auch eine Weile gebraucht, um damit rauszugehen? Oder geht es gerade nur mir so als Schmink-Noob? Tschüss!